Und damit herzlich willkommen, Keeper, Dalbert, Miranda, Gimenez, Korchia, Herrera, Emre Can, Ramsey, Alexis Sanchez, Giroud und Mahrez. Sehr viel Premier League gegen AS Rom, Tabellenführer Alisson, Kurzawa, Fazio, Manolas, Perez, Ganolon, Nainggolan, Strootman, El Shaarawy, Dzeko und Florenzi. Spannende Aufgabe für uns hier im Live-Spiel und Favorit ist klar, ist der Tabellenführer aus Rom, aber der erste Angriff für uns vielleicht über Alexis Sanchez mit der frühen Flanke. Giroud kommt fast dran und beinahe auch ein Eigentor. Geht schon mal munter los hier. Eckball durch Herrera, aber direkt auf den Torwart gezogen, auch wenn Miranda sehr kopfballstark da stand. Alisson mit dem langen Ball, aber da steht Mahrez, der verliert das Kopfballduell. El Shaarawy mit der Flanke, den kriegt Florenzi noch, zieht ihn rum, Gimenez steht aber Gott sei Dank da. Manolas, Perez. Gott sei Dank verfehlen sie da. El Shaarawy nochmal verfehlt, Gott sei Dank nochmal Perez. Torwart ist so semi da. Giroud, wie soll er den denn kriegen, Giroud? Miranda, Emre Can verpasst oder verweigert und holt sich nicht die gelbe Karte ab, aber das könnte man besser lösen, Herr Can. Florenzi kann Gott sei Dank keine guten Freistöße schießen. Der AS Rom als Tabellenführer bestimmt bislang die Partie minimal. Ramsey hatte erst den Ball, aber nicht so reingrätschen bitte. Was sollen diese Scheißgrätschen, ey? Lang steht er völlig blank. Chaos in meiner Hinterabwehr. In meiner Hinterreihe, in der Abwehr, so rum. Mahrez. Fehlpass. Ey, das geht schon wieder los wie gegen Juve. Schrecklich. Mahrez mal gut. Aber findet nicht den Moment des Abspiels. Jetzt tut er es und Giroud netzt ein. Nachdem Mahrez das fast versaut. Damit wären wir auf dem 7. Platz, einen Punkt hinter Turin. Wir kommen langsam oben ran. Aber das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Sanchez. Immer noch Sanchez. Giroud läuft in Position. Sanchez bringt den Ball und Mahrez verweigert den Ball. Und auch Korchia geht nicht energisch dahin. Was soll denn das? Und dafür sind wir hinten so offen. Das geht überhaupt nicht. Das passt überhaupt nicht zusammen, Leute. Starke Parade und dann bleibt er am Ball. Ja, leck mich doch fett, ey. 30. Saisontor. Ich raste schon wieder aus. Was für ein Bullshit, ey. Bullshit. Was war das wieder von Oliver Giroud? Sinnloser Lupfer. Ey, das ist wirklich ärgerlich, Freunde. Nimmt der überhaupt noch auf? Ich habe keine Ahnung, ob rot die Aufnahmefarbe war oder grün. Wieder dummes Foul, ey, was soll denn das? Man merkt wieder der KI an, ey, gegen den wollen wir doch nicht verlieren. Das Tor war so ein scheiß Ping-Pong-Tor, ey, das regt mich so auf wieder. Das ist ein Foul an Giroud und wird nicht gepfiffen, weißt du? Aber so ein Popel-Zweikampf gerade. Das kann doch nicht sein Ernst sein, Mann. Schiri, du. Boah. Giroud natürlich angeschlagen, kann sich da nicht durchsetzen. Konter von Rom läuft wieder. Die kommen nur über diese Konter und dann Flanke und Tor. Guckt euch das an. Bam, bam, bam. Fast wieder ein Ping-Pong-Tor. Mein Verteidiger steht besser, aber gewinnt nie das Kopfballduell. Es ist so zum Kotzen. Giroud angeschlagen. Mann! Ich raste gleich aus. Ich bin hier negativ aufgeladen. Wäre ich kein. Ja, der. Guck mal, der spaziert durch drei Mann mittendurch. Ohne Gegenwehr. Das ist doch lächerlich. Auch wenn AS Rom, ja, Tabellenführer ist und gut drauf ist. Das ist doch Bullshit, was hier teilweise abläuft. Mitte Ramsey. Natürlich die Grätsche des Todes.
Ja, Parade des Todes und dann im Nachschuss verspringt ihm der Ball. Ja, Siggi, Alter, Siggi. Alisson Doutier. Und der kommt jedes Mal vorbei an meinem Verteidiger. Als wäre der Verteidiger nix. Ich meine, es ist El Shaarawy, der ist gut, ja. Und unser Torwart rettet uns gerade mehrmals den Arsch, der Keeper. Aber, boah, sind 3D-Spiele frustrierend. Geht doch mal einer dahin! Da stehen drei Mann und gucken zu. Komm, Maresch, Platz ohne Ende. Zeig mal, dass du es auch so kannst wie die. Boah, nimm den Ball doch an und geh. Das hätte es sein können. Vor der Halbzeit der Lucky Punch. Vielleicht kriegen wir den noch über Maresch, aber der zieht zu früh ab. Warum gehen die nicht in den 16er rein? Warum, warum, warum? Nochmal eine Chance. Giroud. Giroud. Zieht auch zu früh ab. Ey, wir kriegen drei Chancen vor der Halbzeit und nutzen nicht eine einzige. Das ist so frustrierend. Wir dominieren das Spiel und liegen trotzdem wieder gefühlt hinten. Mit einem Punkt könnte man super leben, aber hier ist mehr drin. Das ist so bitter. Und Giroud, ihr seht es ja hier, 56 Frische, wurde definitiv gefoult, was nicht zum Freistoß geführt hat. Das macht das Ganze nur lächerlicher. Wechsel ich oder wechsel ich nicht? Ich wechsle erstmal nicht. Sanchez! Und Giroud gewinnt keinen Kopfball, das kann es nicht sein. Kopfballstärke gibt es doch fast kaum noch, Stürmer. Maresch, was machst du denn da für einen Scheiß? Ich hasse diese Ballverluste, wenn meine Spieler sich drehen, als würden sie überhaupt nicht technisch was auf dem Kasten haben. Sanchez, jetzt mal stark am ersten vorbei, wird beim zweiten gefoult und kriegt den Freistoß. Ramsey knallt das Ding an den Außenpfosten. Die Mauer stand aber auch grottenschlecht. El Shaarawy macht ihn jedes Mal nass, das ist doch scheiße. Wie kommt der da zum Kopfball zur Hölle? Wie kann der Typ da völlig frei köpfen, ey? Das ist nicht normal. Patrick Schick kommt nun, der Ausnahmestürmer. Von dem habe ich diese Saison auch nichts mehr gehört. Schon wieder völlig frei der Typ da. Das ist unfassbar. Maresch, Maresch, Maresch mit gutem Antritt. Nimm das Tempo mit. In der Mitte drei Mann, in der Mitte drei Mann. Und da ist Sanchez! Alexis Sanchez vergibt die Chance fast noch, aber kann sich durchsetzen. Gott sei Dank, 2-1 Führung. Jetzt mal halten, aber ich weiß jetzt schon, meine Spieler werden wieder automatisch schlechter. Okay, der kriegt meinen Spieler um und bleibt am Ball. Alles klar. Vera, Icardi, raus auf Maresch. Der zurück auf Icardi und der Volley. Mann, da war schon wieder mehr drin. Warum zieht der da ab? Ja, er hat den Spielertyp Distanzschütze, aber nein, geh doch in den 16er rein oder leg nochmal nach Alexis Sanchez ab. Maresch wieder stark, aber das war schwach. Emre Can stark auf Alexis Sanchez. Aber die, warum? Geht doch erstmal noch! Ja.
Ja, natürlich. Dzeko darf da in Ruhe den Ball annehmen und wieder an unseren Innenverteidigern vorbeitanzen. Dalbert. Langer Ball. Da steht überhaupt keiner. Warum machen meine Spieler solche Dummheiten? Warum? Oh, ey, das ist frustrierend. Sobald wir in Führung gehen, kriegen die nichts mehr hin. Alexis Sanchez wird wieder gefoult. Freistoß bitte nicht direkt draufziehen. Wow, viel zu weit. Maresch und wieder Sanchez, Fragezeichen. Ja, Sanchez, 3-1. Bisschen Ruhe im Spiel, Gott sei Dank. Freistoß war eigentlich viel zu weit. Aber ich glaube, Maresch war es, macht das Beste draus. Komm, jetzt zupacken, nicht nachlassen. Sehr gut, ciao, Cancelo. Wie hat Maresch? Icardi wird wieder gefoult. Meine Güte, sind die... Icardi, nee, gibt aber Ecke. Herrera. Miranda geht nicht zum Ball. Emre Can verliert den Ball, das ist auch teuer. Oh Gott, spielen die das schlecht. Oh mein Gott. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Was ein Antritt. Icardi zieht wieder direkt ab. Halt Distanzschütze. Nochmal Herrera. Geht vielleicht jetzt einer zum Ball? Nein. Und auch der zweite Ball gehört wieder nicht uns. Und hinten sind wir offen wie ein Scheunentor. 10 Minuten müssen wir noch durchhalten. Wenn Rom das so schlecht spielt, dann soll mir das recht sein. Nächstes Foul. Jetzt gibt er auch mal gelbe Karten. Also das war gerade definitiv eine gelbe Karte. Von der Seite da so weggegrätscht. Das ist nicht normal. Icardi wieder abgeblockt. Dalbert kurz. Kurz. Und jetzt schießt. Oh, wohin? Und was macht der denn da? Oh Mann, Icardi, Alter. Das ist so schlecht, was Icardi macht. Der kann keine 3D-Spiele, glaube ich. Alexis Sanchez Fehlpass. Stimmung ist gut. Florenzini, langer Ball. José Jiménez bleibt wach. Brooks deckt niemand. Bei Dzeko ist gar keiner. Emre Can bleibt wach. Alexis Sanchez jetzt mal Tempo mitnehmen. Wird aber am Arm gezogen leicht. Wieder langer Ball auf Dzeko. Keiner bei Dzeko. Keiner bei Dzeko. Latte Dzeko. Icardi, bitte Befreiung. Auf Alexis Sanchez. Rechts Maresch, den kann er aber nicht kriegen. Nochmal Rom. Da kommt der Anschlusstreffer, wird noch passieren. Das kann nicht anders sein. Brooks bleibt wachsam. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Auf Icardi. Der aber mit dem Ballverlust. Ganz schwache Partie von Icardi. Dzeko auf Schick. Patrick Schick passt hinten nur auf Florenzi auf. Mehr müsste er da gar nicht machen. Meine Fresse, jedes Mal. Das ist doch nicht normal. Der Verteidiger steht deutlich besser und geht nicht hin zum Ball. Ja, aber ich hab's ja gesagt. Der Anschlusstreffer findet noch statt. Das war so klar. Dieses Spiel ist einfach so vorhersehbar im 3D-Modus, dass es gar keinen Spaß mehr macht. Und natürlich kriegt der AS Rom fast noch die Chance, aber wir gewinnen auch gegen AS Rom. Boah, ja, ich sag danke fürs Zuschauen und Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Verzeiht mir so ein bisschen mein Pessimismus, aber so macht es einfach keinen Spaß. Wir werden die Saison jetzt vielleicht so durchziehen, vielleicht finde ich aber zur nächsten Aufnahmesession auch Zeit, vorher die Gameplay-Patches getestet zu haben. Das macht einfach keinen Bock, wenn das so berechenbar ist. Wenn du jedes Mal weißt, du kriegst über die Flanken die Gegentore und selber, wenn mein Team so eine Flanke macht, dann hat der Stürmer immer das Nachsehen. Warum? Warum hat bei mir der Stürmer das Nachsehen und bei der KI nicht? Ich raff das einfach nicht. Ihr könnt mir gerne Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, welche Einstellung ich da treffen muss. Mich nervt das halt nur, wenn du dagegen nichts machen kannst. Wir sind auf den Flügeln so anfällig. Obwohl meine Spieler klar die Anweisung haben, da auch dich zu machen. Ich weiß nicht. Schreibt mir gerne Kommentare, wenn ihr da mehr wisst. Würde mir helfen. Weil, wie gesagt, dann dominieren wir Spieler auch klarer. Naja.
Daumen nach oben, Kommentar schreiben, Abo dalassen, auf meiner Homepage vorbeischauen, dort gern spenden oder Werbung anklicken. Ich bin raus, bis zur nächsten und letzten Folge dieser Aufnahmesession. Ciao!